Hallo und herzlich willkommen zu Boot Aktuell von der weltgrößten Wassersportmesse. Heute mit einer Folge, in der ich mich so richtig zurücklehnen kann, denn heute ist harte Männertag. Bedeutet, mein Kollege Marius Ross testet für Sie die beheizbare Taucherweste und das nicht irgendwo, sondern tatsächlich im Rhein. Finde ich eine sportliche Leistung. Außerdem treffen wir uns mit einem Olympiasieger im Segeln und wir starten jetzt mit der Waterman Challenge. Mein Antenne Düsseldorf-Kollege Matthias Esch geht nämlich mit Hörern auf Tuchfüllung, genauer gesagt mit einem Hörer und zwar in 4 verschiedenen Wassersportdisziplinen. Und das wird sportlich. Matthias Esch, genannt der Esch, Radiomoderator, 1,78 Meter groß, 72 Kilo schwer, 28 Jahre alt. Mike, ich habe dich gerade kennengelernt. Du bist zwar ein Riesentyp, aber wir wollen mal sehen, was dahinter steckt, denn Größe ist nicht alles. Der Herausforderer, Mike, genannt Big Mike, Barkeeper, 2,03 Meter groß, 41 Jahre alt. Hey Esch, ruf mir ein paar Freunde an, weil du sonst keine Chance hast, nur ansatzweise gegen mich zu bestehen. Die erste Challenge, Wakeboarden. Sieger ist, wer am weitesten auf dem Board fährt. Große Töne helfen dem Herausforderer nicht. Seine Taktik, möglichst weit nach vorne zu fallen, scheint nicht aufzugehen. Tja, ich muss ganz klar sagen, muss mich ganz klar geschlagen geben, weil irgendwie hat er doch ein paar Meter mehr hingekriegt als ich. Und ist nicht so leicht, wie er aussieht, muss man ehrlich sagen. Also Respekt. Ja, das stimmt. Herzlichen Dank. Runde 2. Stand-up-Paddling. Einmal um die Boje und wieder zurück. Ein faires Spiel, doch die langen Arme scheinen Mike doch noch zum Vorteil zu werden. Das heißt, wenn du das Gleichgewicht einmal gefunden hast und lange Paddelschläge machst, dann nimmst du ein bisschen Fahrt auf und vor allem nicht aufs Board gucken. Und dann ging das eigentlich ganz gut. Ich bin am Anfang relativ gut klargekommen auf dem Board, aber dann habe ich nicht so richtig den Dreh wie du rausbekommen. 1-1 und jetzt mache ich da 2-1. Ja, jetzt wird's richtig spannend, aber ich hole mir den zweiten Punkt. Die nächste Runde im Kampf der Wassermänner. Das ist Segeln und ich freue mich prinzipiell drauf. Ich habe mal vor 14 Jahren Grundschein im Segeln gemacht, bin allerdings dabei in die Albatros 8 geknallt. Das war so ein Segelschiff da und habe da eine leichte Macke reingemacht. Also ich kann das nicht besonders gut, aber mal gucken. Seine Größe zwingt Big Mike dazu, die Füße über Bord zu werfen. Bei Esch macht sich die Erfahrung bemerkbar. Es scheint ein klarer Sieg für den Moderator zu folgen. Doch dann das Wunder. Mike drängt sich in den Wind. Der Herausforderer holt sich den nächsten Punkt. Der Wind war irgendwie nicht auf meiner Seite im wahrsten Sinne des Wortes. Er war quasi mein Windschatten. Ja, und da war nichts zu machen. Da konnte ich mich noch so anstellen. Da nützt auch ein Segelschein nichts, würde ich nochmal nebenbei bemerken, mein Freund. Ja, ja. Aber jetzt bist du unter Druck. Jetzt bin ich ganz entspannt. Jetzt kann nichts mehr passieren. Ja, Moment, ich kann den Matchball jetzt machen. Wer ist denn ja, unter Druck? Ja, aber jetzt bist du nervös. Jetzt musst du liefern. Das ist eine Kampfansage. Doch der Druck auf den Radiomoderator ist größer als gedacht. Beim Kajaking sind Muskeln gefragt, oder? Da bin ich. Mal gucken, was passiert. Hatte er bessere Karten. Das. Aber es geht, glaube ich, nicht nur um Kraft, sondern es geht auch um Geschick. Also gut, um die Kurven zu kommen und das gut einzuschätzen, ein gutes Gefühl dafür zu haben. Das ist, glaube ich, ganz gut. Da setze ich drauf. Dann startet das große Finale. Esch legt vor und rudert so schnell er kann. 2,52. Kein schlechtes Ergebnis. Aber Mike will den Sieg. In den Kurven arbeitet er mehr mit dem Ruder. Doch dann bleibt der Hühner auch noch in einer Kurve hängen. Reicht es trotzdem? In einem Herzschlagfinale war ich wohl, glaube ich, eine Sekunde doch schneller. Und aufregend auf jeden Fall, weil man unterschätzt das vollkommen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es nur eine Sekunde war. Jetzt muss ich ja mit Leben 3-1 verloren. Immerhin im Wakeboarden war ich deutlich besser. Du, ich freue mich sehr darüber, weil ich habe nämlich 500 Euro Taschengeld gekriegt. Und mache ich mir mit Sicherheit ein, zwei schöne Tage von. Und das sei dem Waterman 2016 gegönnt. Coole Aktion und wo wir schon mal beim Thema sind, bleiben wir auch genau da. Mein Kollege Marius Ross testet jetzt nämlich für Sie die beheizbare Taucherweste und das im Rhein. Ich bin mal gespannt, wie lange es aushält. Ich möchte natürlich jetzt auch beweisen, Rina, dass ich hart genug bin und ein harter Kerl bin. Und da das Wetter draußen alles andere als warm ist, habe ich mir gedacht, ach, da gehen wir doch eine Runde im Rhein tauchen. Damit mir dabei aber nichts abfällt, was ich später noch mal brauche, dafür sorgen Gilles und seine Kollegen von Scuba Force. Denn du hast eine Heizweste entwickelt, die ich nachher beim Tauchen benutzen kann, damit mir nicht kalt wird. Gilles, wie funktioniert das Ganze? Wir können ja einen im Hintergrund sehen gerade. Genau. Also hier haben wir einen Unterzieher. Darin ist die Heizweste eingebaut. Was hier im Front- und im Rückenbereich ist, sind diese zwei Pads.
Das ist ein Stoff, der mit Silberfaden gewoben ist. Wenn da Strom drauf kommt, erwärmt sich der Silberfaden. Das erwirkt dann die Heizung in dem Sinn. Das ganze System ist in ein PU-beschichtetes Cordura eingeschweißt mit einer Ultraschall-Schweißmaschine. Das heißt, zusammen mit den wasserdichten Kabeldurchführungen, den wasserdichten Steckern, ist das ganze System komplett wasserdicht. Das heißt, falls du jetzt volllaufen würdest im Trocki, also der geflutet würde, bekommst du keinen Kurzschluss und kannst die Heizung weiterhin in Betrieb halten. Das klingt doch richtig gemütlich. Dann würde ich sagen, mal gucken, wie lange ich es damit im Rhein aushalte. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für den Tauchsport. Und ab dafür. Also ich muss sagen, Fingertemperatur ist schon eher schlecht. Aber der Rest, der ist eigentlich ganz angenehm. Ja, so könnte man es eigentlich eine Weile hier aushalten. Ich fühle mich auch wie so ein kleines Bötchen, wie so ein kleines Hausboot. Boah, ey, wirklich. 6,5 Grad Wassertemperatur ist nichts für mich in diesem Anzug. Ich fühle mich pudelwohl, aber ich bin nicht der Einzige, der heute Morgen schon schwer aktiv hier am Rhein ist. Denn Stand-Up-Paddling, das wird ab heute auch hier auf dem Rhein bei uns in Düsseldorf betrieben. Es haben sich ein paar mutige Athleten hier auf den Weg gemacht auf den Stand-Up-Paddleboards vom Medienhafen über den Rhein zur Messe Düsseldorf, um mal zu zeigen, Wassersport, das geht auch ganz einfach in the city. Stand-up-Paddling am Rheinufer mit Altstadt im Hintergrund. Also ich würde sagen, mehr Wassersport und Wohnzimmer-Flair in einem geht nun wirklich nicht. Ich bin jetzt hier schon fast 10 Minuten im Wasser und ich muss sagen, die Temperatur stört mich überhaupt nicht. Ich fühle mich pudelwohl und kann es hier wahrscheinlich noch eine ganze Weile mehr aushalten. Aber ich muss jetzt auch mal die Frage an meine Kollegin Katharina Knoll stellen. Nach 10 Minuten bei 6,5 Grad Wassertemperatur. Also ich bin wirklich hart genug, Rina, oder? Ja, Marius, dass du ein knallharter Kerl bist, das wissen wir natürlich schon lange. Allerdings gegen das, was dein folgender Interviewpartner zu erzählen hat, ist das noch gar nichts. Der Mann, der jetzt bei mir ist, ist der Inbegriff eines harten Kerls, Rina. Er ist ein echter Seebär. Wasser und Wind fließt durch seine Adern. Er ist unter anderem der erfolgreichste olympische Segler aller Zeiten, Sir Ben Ansley. Very nice to welcome you. Sehr schön, dich hier auf dem Boot zu treffen, Ben. Wie ist es für dich, in Düsseldorf zu sein? Ja, how do you feel? Es ist schön, das erste Mal hier zu sein. Ich habe schon viel über die Boote in Düsseldorf gehört. Es ist sehr aufregend, das alles hier zu erleben. Hast du bis jetzt etwas gesehen, das dein Interesse geweckt hat? Bis jetzt war es sprichwörtlich nur Routine. Aber ich habe viel zum Thema Optimisten gesehen. Damit bin ich aufgewachsen, um das Segeln zu lernen. Und das bringt mich wieder zu den Wurzeln zurück, als ich ein Kind war. Es ist schön zu sehen, dass die Optimisten so stark vertreten sind. Offensichtlich gibt es hier eine große Bandbreite an Segel- und Motorbooten. Es ist so eine gefragte Ausstellung. Später muss ich mich noch einmal näher umsehen. Lass uns etwas über deine einzigartige Karriere sprechen. Ich muss etwas zusammenfassen. Du bist neben noch anderen Titeln viermaliger Olympiasieger, elfmaliger Weltmeister und neunmaliger Europameister. Da kriege ich beim Lesen schon Gänsehaut. Wenn du in deiner Karriere zurückschaust, wie fühlst du dich nach all diesen Erfolgen? How do you feel after all these achievements?
Also, ich hatte eine ziemlich lange Olympiakarriere, 20 Jahre, die einmalig waren. Ich habe fantastische Erfahrungen machen dürfen. Besonders war natürlich die olympische Goldmedaille bei der Heimolympiade 2012 in London. Für mich war das ein großartiges Ende meiner Olympiakarriere und ein toller Beginn für den America's Cup, an dem ich einige Jahre teilgenommen habe. Aber mit dem neuen Land Rover Bar-Team versuchen wir, das Unmögliche in der britischen Segelsportgeschichte möglich zu machen. Wir haben den America's Cup noch nie gewonnen, seitdem dieser Wettbewerb 1851 um die Isle of Wight in unserem Land gestartet ist. Und das wollen wir jetzt natürlich schaffen. Auf der einen Seite kommt es sehr auf die richtige Technik an, auf der anderen Seite stellen uns die sich immer wieder ändernden Segelbedingungen vor eine große Herausforderung. Somit kommt es auf viele verschiedene Faktoren an. Wir lassen ein hervorragendes Team antreten. Trotzdem sind wir natürlich sehr aufgeregt. Es sind jetzt noch 18 Monate, bis der America's Cup 2017 in Bermuda startet. Gibt es nach all dem überhaupt noch etwas, was man sich wünschen kann? Auf jeden Fall, da gibt es noch eine ganze Menge, vor allem natürlich in Bezug auf den America's Cup. Das ist momentan für uns die größte Herausforderung. Da geht es nicht um die Leistungen Einzelner, sondern um die Arbeit des ganzen Teams, das im Moment mehr als 19 Mitglieder umfasst. Wir haben einen Etat von 80 Millionen Pfund für das Projekt zur Verfügung, bei dem Land Rover Namensgeber und Innovationspartner ist. Es stecken eine ausgereifte Technologie und ein aufwendiges Design hinter den Segelbooten, die es uns erst möglich machen, am America's Cup teilzunehmen. Auf dem Wasser geht es vor allem um Aerodynamik und das Hydrauliksystem, durch die wir die Boote kontrollieren können. Bei Land Rover sind wir aber gut aufgehoben, da dort Experten arbeiten, die sich mit solchen Dingen auskennen. Wir können noch einiges von ihnen lernen. Vor allem für unser Designteam sind sie eine große Hilfe. To that expertise with our team and learn a lot, and it's certainly helping our design team greatly. Ben Ensley, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Doch viel Spaß beim Segeln und weiterhin viel Erfolg. Es war schön, mit dir zu reden. Vielen Dank. Unglaublich, was dieser Mann alles erreicht hat. Vom Thema Glauben kommen wir jetzt aber zum Thema Wissen, denn meine Kollegin Katharina Knoll, die steht jetzt wieder bereit für unser tägliches Quiz auf der Boot. Und ich glaube, ich gehe richtig in der Annahme, Rina, dass es bei dir jetzt ums Frühstücken geht. Ja, Marius, das ist die große Frage. Geht es wirklich um Frühstück oder doch vielleicht um irgendwas anderes? Wir sind nämlich auf die Straße gegangen, haben die Düsseldorfer gefragt, was ist eine Brötchentüten-Navigation? Auf die Interpretation bin ich gespannt. Nach einem Spot geht's weiter. Die Mollgruppe empfiehlt. Jeder vierte Mensch wird mit dem Abenteuergehen geboren. Damit sind sie wagemutiger und besitzen einen großen Drang, Neues zu entdecken. Einen inneren Antrieb, dem sie ab sofort folgen können. Der Discovery Sport. Abenteuer liegt in unserer DNA. Jetzt bei Moll in Düsseldorf. Der Land Rover Discovery Sport TD4 SE ab 399 Euro monatlich. Mehr Infos unter www.moll.de. Brötchentüte, ich kenne nur eine Brötchentüte vom Bäcker. Eine Brötchentüten-Navigation? Brötchentüte sind die Brötchen immer unten, wo der Boden ist. Jetzt komm mit Fragen hier an. Brötchentüten? Das ist eine Witzfrage, ne? Nicht ernst. Gibt es das wirklich? Die Tüte aufblasen und draufschlagen. Brötchentüten-Navigation? Kommt das irgendwie aus dem Studentenleben oder so? Diese Fahnen, diese Schlauchfahnen, die die Windrichtung zeigen, die sehen ja ein bisschen aus wie eine Brötchentüte. Ein bisschen. Und dann kann ich mich an der Art des Windes orientieren, wie die wehen. Und man hält die Brötchentüte hoch, guckt, wo sie hinweht und in die Richtung fährt man dann. Ich sehe immer nur, wenn ich navigiert habe, nach Karte, so alte Methode. Vielleicht irgendwie, in welche Richtung sich das bewegt, die Tüte, und dann weiß man, von wo der Wind kommt? Nein. Ja, eine Brötchennavigation ist das letzte Mittel, was der Navigator dann zur Hilfe nimmt, wenn er nachts im Hafen ankommt. Geht morgens Brötchen kaufen, dann guckt er auf die Tüte und dann weiß er genau, in welchem Hafen er gelandet ist. Es sei denn, er ist an so einer großen Kette, wo die Bäckereien alle gleich heißen. Dann klappt das nicht mehr. Okay. Wenn mir eine Hinkeltüte entgegenschwimmt, weiß ich, dass ich gleich in Düsseldorf bin, oder was? Geil. Vielen Dank, liebe Düsseldorfer, fürs Mitmachen. Wir sind jetzt alle wieder ein bisschen schlauer geworden und wir hoffen natürlich, dass wir uns morgen wiedersehen. Wir sind nämlich schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ich sage Tschüss und bis dann.